Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Life is for the All. So, jetzt mal, wenn ich einlogge, glaubt mir einer hier das Fell. Das macht mir wahnsinnig. Oder ich habe einen anderen Verdacht, dass das Ding hier kaputt ist. Wenn man das nicht wegtragen kann. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein neues bauen. Da brauche ich jetzt mal 4 Äste noch. Naturkunde, Ast abbrechen. Ich möchte gerne siedeln und möchte wissen, ob dieser Server stabil ist über einen längeren Zeitraum. Okay, Moment. Vier Äste haben wir. Okay, passt. Ich glaube, das ist irgendwie kaputt oder so. Verpackt. Ich kann es nicht wegheben. Kommt da eine Meldung oder so? Nein. Jetzt baue ich mal ein neues. Wie trocken. Trockenraum hin. Einen Kleber für Äste. So. Stell das jetzt einmal. Kann ich das sogar drinnen reinstellen? Mal gucken. Ich stell das mal hier hin, damit nicht gleich jeder sieht, dass der Fell dran hängt. Mal richtig positionieren. Die Seite ist vorne. So passt's. Okay. Fell trocknen. Was kann man jetzt mit dem da machen? Gegenstand untersuchen. Was? Das ist total abgenutzt schon, oder? Habe ich jetzt mit da getäuscht? 16.000? Nee, überhaupt nicht. Feld trocknen. Autorität zerstören. Objekt aufheben. Gegenstand zerstören. Also wenn ich es nicht aufheben kann, dann zerstöre ich ihn. Okay, jetzt ist er weg. So, jetzt schauen wir mal, was unsere Tierchen machen. Okay. Den Stall können wir säubern. Es sind schon sehr viele Tiere geboren. Ernten können wir. Mal schauen, wir haben 5 Mist erhalten. Jetzt müssten wir Eier kriegen. 35 Eier, genau. Und jetzt könnten wir eigentlich die ältesten Tiere schon schlachten. Inventar habe ich Platz, das passt. Da habe ich sowieso mit so viel zum Essen. Und Eier haben wir jetzt ohne Ende. Dann schlachten wir die mal. Alles die das Alter von 9 haben. Die ältesten Tiere können wir schlachten. Dann erhalten wir einen Knochen, 7 weißes Fleisch, 10 Federn. Pelz. Schlachten. Schlachten.
Schlachten. Also ihr seht, das ist schon voll hier oben. Der Stall eigentlich. Deswegen macht es gar nichts, wenn wir jetzt hier Tiere schlachten. So. 53, passt. Jetzt ist wieder Platz. 7 Hühner, 3 Kaninchen. Die Hühner sind jetzt gar nicht so interessant, sondern eher die Kaninchen. So, jetzt haben wir allerlei Knochen bekommen. Knochen. Jetzt können wir theoretisch wieder ein paar Trockenrahmen bauen. Das werden wir jetzt auch mal machen. Schauen wir mal. 3x6 sind 18. Ein Knochen fehlt. Also zwei Rahmen könnten wir noch bauen. Gehe ich mal Wasser holen. Ja, jetzt tun wir den ganzen anderen Stuff. Hintragen. Schauen wir mal Fleisch. Das könnte man eigentlich alles hier rein tun. Das Hühnchenfleisch. Die Federn brauchen wir für die Pfeile. Müssen wir aufheben. Dann haben wir die Eier. Also sau viel Eier. Knochen, die brauchen wir gleich. Den Mist können wir da rein tun. Die übrigen Kräuter, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Die tue ich mal hier in die Kiste. Das ist ein Tiererzeugnis, das da. Genauso wie das da. Wenn man die Hühner schlachtet. Der Rest ist Kräuter. Sortiere ich hier rein. Wird man momentan nicht brauchen. So. Hier haben wir noch Federn. Das Zeug, das Aroma und das Nektar brauchen wir auch nicht. Das ist sowieso nicht. Das Graffel da. Flussmittel. Flussmittel werden wir später brauchen für Eier, für Stahl. So. Was haben wir jetzt noch Interessantes? Ist die kaputt? Nee, fast. Ist das Pisse? Das müsste leuchtender Urin. Brauchen wir auch nicht. So, Federn tue ich hier wieder rein. Mit dazu. So. Geh mal Wasser holen. Jetzt brauchen wir glaube ich 6 Wasser oder so. Ein Knochen, lieber 3 Wasser. Also 2 können wir machen. Und da braucht der 10 Knochen. Ich nehme mal 10 Wasser mit, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel das wir brauchen. So. Jetzt bräuchte man noch eine Kochstelle, weil meine Feuerstelle geht jetzt mal kaputt oder geht weg. Ich sage, machen wir doch das zuerst. Mal gucken. Feuerschale. War jetzt nichts dabei, oder? Großer Kessel. Genau, den brauchen wir. Stellen wir den hin. Den Kessel da am besten so. Zimmern vorbereiten, großer Kessel.
Genau. Gewöhnliche Platten. 18 Stück. Das ist ja der Wahnsinn. Zwei Griffe. Dann unsere Säge wieder. Holzscheit, genau. Wieder zu viel und so gesagt, ich werde Tagträumer vorbereiten. Nö, Schreinen, genau. Mach ich mal schnell drei Griffe, zwei brauche ich bloß, mache ich halt einen mehr. Mein Gott. Zwei Griffe. Vier Griffe. Also ich bin hier am... Ich check überhaupt nichts mehr gerade. Voll am Tagträumen. Also, noch einen. So, vier Griffe, zwei Hartholzscheite, können wir auch hier sehen, 18 Platten, ist ja fast eine komplette, ein kompletter Ofen voll. Wie viel brauchen wir jetzt? Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Oh Mann. Zwei bloß, glaube ich. Was ist denn los heute? So. Das können wir reintun. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Gewöhnliche Platten, da können wir auch Kupfer nehmen. Dann schaufeln wir mal Kupfer weg. Sichel werden wir jetzt in nächster Zeit nicht brauchen. Oder vielleicht doch. Handwerk. Boden absenken. Ich muss nämlich mal Flachs anbauen. Okay. Ich hoffe, dass das auch noch Kupfer ist. Ah, ist wieder Eisen. Und das da ist auch Eisen. Schütte ich das Kupfer wieder hin. Den Boden schütten. Eins. Zwei. Okay. Dann haben wir jetzt 90 vor dem.
Dann schüre ich den Ofen an. Kohle, glaube ich, haben wir im Haus gehabt diesmal. 6 Kohle. Können wir mal schauen. Hier drin. Anschüren. Blasebalg verwenden. So, nehmen wir nochmal 5 nach. Okay. Dann brauche ich mein Werkzeug. Hier drin. Platten, hier hätten wir sogar 2 Platten noch. Einen. Okay, das können wir beim Inventar lassen. So, der Ofen ist an. Für das nächste Gestell. Dann können wir, was können wir machen? Ich mache jetzt mal den Zaun ein bisschen weiter. Oder ich sammle. Nee, ich gehe mal mit der Sichel Pflanzen sammeln. Oder besser gesagt Wildpflanzen, weil wir Samen brauchen. Flachssamen. Die hätte ich jetzt ganz gerne. Landwirtschaft. Tun wir mal schauen. Nanu. Landwirtschaft. Wildpflanzen, genau. Das wollten wir. Schauen wir mal. So. Nein, leider nicht. Man kann was drin lagern im Schiff. Okay. Wie viel? Mal schauen, wie in der Haltbarkeit. Die müsste jetzt eh bald kaputt sein. Die Sichel. Dauert schon ein bisschen, bis die kaputt geht. Aber dass wir ja so lange nichts finden, das ist immer so krass irgendwie. Samen technisch mäßig. Jetzt mal hier so lesen, was hier so zum Lesen gibt. Guten Tag allerseits, bla bla bla. Zwischen den 2 großen weißen Punkten, wo man Marmor abbauen kann. Nichts Interessantes. Ein Flachsstängel. Ich habe was gefunden. Flachsamen. Ein Flachsamen. Ein Flachs. Das ist das, was ich brauche.
Jetzt wenn wir nur Weizen kriegen, dann bin ich glücklich. Dann bin ich glücklich. Pflanze ich gleich mal an. Da hinten läuft wer. Ich meine, der kann ich Schiff nehmen. Was macht der da? So, der platziert ist. Ist ja crazy. Der hat es jetzt neu hingestellt irgendwie. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich was rausnehmen. Ja. Schauen wir mal nach dem Ofen. Lege ich mal ein bisschen wieder was nach. So. Einen können wir noch nachlegen. So, wir sind am Ende einer Folge. Leute, macht's gut, schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.